Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video zum TI84 bzw. 82. Wir schauen uns hier jetzt die Statistik an. Ich habe hierfür zwei Beispiele vom offiziellen Aufgabenpool rausgesucht. Zuerst schauen wir uns mal eine Statistik an, die nur aus Zahlen an sich besteht, jetzt ohne Häufigkeiten dazu. Das heißt, wie gehen wir hier vor? Wir haben hier einen Button für Statistik, nämlich Stat. Und müssen jetzt hier mal auf Bearbeiten gehen. Beim T82 steht hier Edit. So, und jetzt haben wir hier mehrere Listen und wir befüllen jetzt einfach die Liste hier mit diesen Werten. Das heißt, wir geben ein 12, 15, 14, 13, 9, 12, 16, 11 und die 17. Wenn wir die Werte eingegeben haben, gehen wir mal mit Second Quit hier wieder raus und können jetzt als nächstes nochmal auf Start gehen, gehen dann hier auf Berechnen und wählen hier ein, zwei Stats aus. Das ist jener Befehl, mit dem wir immer Statistiken ausrechnen, auch wenn es Häufigkeiten sind. Wenn wir das ausgewählt haben, haben wir hier am T84 noch ein kleines Zusatzmenü. Das ist beim T82 leider nicht dabei. Hier können wir auswählen, was ist unsere X-Liste. Da steht standardmäßig L1 drinnen. Das sind auch die Werte, die wir gerade verwendet haben. Eine Häufigkeitsliste haben wir nicht. Entsprechend können wir hier schon auf Berechnen gehen. Für all jene, die T82 verwenden, wenn Sie diesen Befehl 1 war Stats ausgewählt habt, dann einfach noch mit Second 1, da habt ihr dann L1 stehen und dann Enter drücken. Die Sache ist auch erledigt. Wir haben jetzt hier sämtliche Werte, die wir brauchen, sowohl für das Beispiel als auch für etwaige andere Themen noch. X quer, das arithmetische Mittel. Dann haben wir hier die Standardabweichung, die empirische Standardabweichung. N ist die Anzahl der Werte, die wir eingegeben haben, das waren 9. Und dann haben wir hier noch kleinster Wert. Q1 und wenn man weiter runter scrollt, Median, Q3 und Max, also der größte Wert. So einfach bekommt man die statistischen Werte im T82 bzw. T84. Schauen wir uns jetzt noch das Beispiel an Reinanken, auch wieder vom Aufgabenpool, eines der beliebtesten Beispiele überhaupt bei den Schülern. Wir haben jetzt hier auf der einen Seite mittlere Längen. Und sollen aber die mittlere Länge aller Fische, die gefangen wurden, sozusagen ausrechnen. Das ist das arithmetische Mittel. Und entsprechend müssen wir hier jetzt auch Häufigkeiten verwenden, weil natürlich beispielsweise der Wert 46,9 ja nur 12 Mal vorkommt, also 10 weibliche und 2 männliche Fische. Währenddessen der Wert 38 beispielsweise 34 Mal vorkommt und somit natürlich ein viel höheres Gewicht in dieser Statistik dann einnimmt. Wie kriegen wir das? Wir können jetzt mal das hier wegnehmen, gehen wieder auf Stat, gehen wieder auf Bearbeiten. Wir haben jetzt hier in der L1 haben wir bereits unsere Werte drinnen gehabt vom vorigen Beispiel. Da kann ich euch gleich noch zeigen, wie man diese Liste entleert. Das heißt, ihr geht einfach hier rauf zum Namen selbst der Liste L1, drückt Clear, ganz wichtig, nicht Delete, sondern Clear drücken, Enter. Und die Liste ist komplett entleert. Würdet ihr Delete nämlich drücken, wäre die komplette Liste gelöscht und ihr fangt sofort mit L2 an. Ist dann ein bisschen mühsam, hier wieder die Liste L1 herzubekommen. Deshalb unbedingt immer auf Clear drücken, Enter und dann ist die Liste leer. Und jetzt geben wir in die Liste 1, geben wir die mittleren Längen ein, 31,4. Dann 34,7, 38, 40,3, 44 und 46,9. Und in L2 geben wir jetzt die Häufigkeiten ein. Das heißt, die Fische mit durchschnittlichen Länge von 31,4 gibt es insgesamt
22. Fische mit der durchschnittlichen Länge 34,7 gibt es insgesamt 38. Hier haben wir 34. Das sind 20. Hier haben wir 22 nochmal. Und das hier sind 12. Wenn wir das eingegeben haben, gehen wir wieder mit Second Quit mal aus dieser Liste raus. Gehen wieder auf Stat, wieder auf Berechnen, wieder auf 1 war Stats. Und müssen jetzt aber neben der X-Liste eben auch noch die Häufigkeitsliste angeben. Das heißt, wir drücken jetzt hier Second 2, damit auch L2 hier drinnen steht, und gehen auf Berechnen. Für all jene, die einen T82 verwenden, wenn Sie 1 war Stats eingegeben habt, drückt ihr Second 1, damit L1 dort steht, Beistrich Second 2, damit auch L2 dort steht, und dann habt ihr es auch. Wenn wir jetzt hier auf Berechnen gehen, haben wir wieder sämtliche Werte, die wir benötigen. Hier steht auch N ist 148, also Taschenrechner kriegt mit, dass wir hier viel mehr Werte eingegeben haben, eigentlich außer diesen 6, weil die halt häufiger vorkommen. Und entsprechend haben wir hier wieder arithmetisches Mittel, Standardabweichung, empirische Standardabweichung und, und. Das war's zum Thema Statistik beim T84 bzw. 82. Ihr findet noch viele weitere Videos auf matago.at. Ich hoffe, wir sehen uns in einem dieser Videos wieder.